Barbara Schöneberger ist ja die Frau, die quasi immer schon alles gefragt wurde. Gibt es eine Frage, die du dir gerne mal selber stellen würdest? Nö. Ich bin eigentlich tatsächlich schon alles durch und ich glaube, es ist gar nicht die Frage, die man gefragt wird, sondern es ist irgendwie derjenige, der die Frage stellt und dann reagiert man ja doch irgendwie jedes Mal anders drauf. Hast du irgendwelche Geheimnisse, die du nie verraten würdest? Ja, tausende. Also um ehrlich zu sein, ich verrate nur ganz, ganz, ganz wenig, aber darüber rede ich so viel, dass alle denken, ich verrate alles, aber eigentlich verrate ich gar nichts. Dann verrate mir mal ein Geheimnis. jetzt fällt mir doch prompt keins ein. Also Geheimnisse sind ja Geheimnisse gar nicht so sehr, also ich finde es gar nicht Geheimnisse, sondern ich trenne total mein berufliches und mein privates Leben und da mein privates Leben so sehr viel größer als mein berufliches ist, ist es natürlich auch in der Überzahl, dass die Sachen, über die ich nicht so rede. Vielleicht kann ich ein Geheimnis aus dir rauskitzeln. Wie verbringst du einen freien Tag, wenn du einen hast? Wenn ich einen freien Tag habe, dann mache ich einfach Piano. Also ich versuche jetzt immer mehr so ein bisschen zurückzuschalten und nicht die ganze Zeit so rumzurennen. Ich bin immer sehr auf der Überholspur, auch in meinem privaten Leben kann ich es kaum ertragen, wenn jemand in normalem Tempo vor mir auf der Straße läuft. Also das heißt, ich versuche ein bisschen so es langsam angehen zu lassen und habe keine Pläne. Und ideal kommen dann aber abends doch 12 Leute zum Essen. Langschläfer oder Frühaufsteher? Oh, ich könnte wahnsinnig gerne und gut auch lang schlafen, aber ich habe es schon länger nicht mehr probiert, muss ich ehrlich sagen, weil entweder man hat die Kinder da und dann kann man nicht lang schlafen oder man hat die Kinder nicht da und dann will man aber auch irgendwas erleben und dann schläft man auch nicht lange. Und das Geheimrezept für Businessfrauen, wie kriegt man Familie und Beruf so unter einen Hut? Da habe ich es, glaube ich, viel einfacher als alle anderen Businessfrauen, die irgendwie einen festen Job haben und morgens um 8 in der Arbeit sein müssen und abends um 18 Uhr erst wieder zurück sind. Also bei mir ist es nicht so schwer, weil ich ja flexible Arbeitszeiten habe und es einteilen kann. Ich glaube, die Mithilfe der Männer ist gefragt. Ist in manchen Generationen noch ein Problem, aber wird, glaube ich, zunehmend selbstverständlicher und ist dann, glaube ich, in 2 Generationen durch, das Thema. Aber es wird immer die Frage bleiben, wie regelt man es und wie will man es? Und Emanzipation für mich bedeutet eigentlich eher, dass jeder machen kann, wie er will. Also für mich muss jetzt nicht jede Frau arbeiten unbedingt, um emanzipiert zu sein. Aber ich finde halt, man müsste die Bedingungen so schaffen, dass jeder so leben kann, wie er gern möchte. Auch wenn er nicht arbeiten möchte, wenn er gern zu Hause bleiben möchte mit 3 Kindern. Du bist ja sonst die ganz großen Bühnen gewohnt und heute so eine kleine Show. Freust du dich trotzdem und auf wen besonders? Ich freue mich vor allem auf eine kleine Show, weil ja die kleinen Shows immer viel netter sind eigentlich als die großen. Und ich freue mich besonders auf Kim und Max Mutzke. Beide sind heute hier. Da stimmt doch einfach alles beim MDR. Ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was los ist. Du hast recht. Läuft. Und jetzt nur noch laufen lassen.